Ihr habt heute auch alle Träume und Ziele im Leben. Doch wie erreicht man die? Ich sag's dir. Pass mal auf. Sie werden sagen, dass du spinnst, doch du musst mit deinem Machtwort die Frage finden, auf das du die Antwort bist. Du machst jetzt deine eigene Musik, du spielst nicht mehr nach Noten, die Reise führt zum Sieg. Verlieren ist verboten, folge meinen Strophen, ja, sie wirken abgehoben, doch Erfolge sind keine Kurven. Die Reise führt dich nach oben, jetzt nennen sie dich noch einen Chaoten. Doch da, wo andere mal flogen, ist bei dir gerade mal der Boden. Du siehst deine Mutter ackern, jeden Tag mit Besenstiel. Du hast Ziele im Leben, aber hast du auch ein Lebensziel. Vieles, was im Leben zählt, kann man nicht messen. Und nicht alles, was man messen kann, zählt, das kann ich dir versprechen. Wie ist es, in 5-Sterne-Hotel zu erwachen? Gegen die Wärme des Erwachens mit dem Sohn und Mann im Nacken. Denn sie werden so schnell erwachsen. Du musst deinem Ehrgeiz erstatten, deine Zweifel zu verblassen. Schau nicht zurück auf deine Reise. Schau nach vorn auf deine Weise. Denn je weiter du gehst, desto mehr Leute werden dich verstehen. Und du weißt, es wird nicht leicht. Du bist bereit und machst dich frei. Es zählt nur die Tat. Du bist ein Unikat. Ja, jeder wird als Unikat geboren. Doch als was du stirbst, das ist deine Sache. Die Umstände deiner Geburt und deines Todes, die kannst du nicht bestimmen. Das, was dazwischen passiert, das ist dein Schicksal. Dein Schicksal ist nicht vorbestimmt. Du kannst es bestimmen. Jeder wird als Unikat geboren, doch viele sterben als Kopie. Sie hatten ihren Blick nicht vor und hatten Angst zu verlieren. Der Klang der Angst, ja, er nennt sich Furcht. Doch der Weg aus der Angst heraus führt durch die Angst hindurch. Deine dunklen Tage werden aus der Ferne heraus flimmern. Es gibt Hinweise, die stehen nicht auf Schildern. Die Geisterstadt in deinem Herzen, du musst sie niederbrennen. Um das Spiel zu gewinnen, musst du erst einmal Spieler werden. Dein größter Feind, der sitzt zwischen deinen Ohren. Wenn du nur auf deine Gedanken hörst, hast du schon verloren. Dein Weg zur Freiheit, das machst du mal ebenso. Arbeit macht frei, das stand auch mal irgendwo. Ist das Werken dir zu heftig, sperrig oder lästig? Dann mach das mal einen Monat, sodass ein anderer dein Cash kriegt. Denn es ist nicht Arbeit, wenn du es für dich selbst machst. Es ist der Weg, der dich zu dir selbst macht. Schau nicht zurück auf deine Reise. Schau nach vorn auf deine Weise. Denn je weiter du gehst, desto mehr Leute werden dich verstehen. Und du weißt, es wird nicht leicht. Du bist bereit und machst dich frei. Es zählt nur die Tat. Du bist ein Unbekannter.